Ja, und so freue ich mich, dass Sie schon am frühen Morgen so zahlreich erschienen sind. Ja. Zu unserer, na wie soll ich sagen, akademischen Feier. Ja. Die offizielle findet ja in der nächsten Woche statt, zusammen mit unserer großen Jubiläumsregatta. Ja, 100 Jahre Ruderclub Albatros. Da gäbe es viel zu erzählen. Da wären viele Namen zu nennen. Zu viele für diese kleine Rede. Aber keine Angst, die große folgt noch. Da kommen Sie nicht so schnell davon. Ja, auf eine Sache, oder besser gesagt einen Menschen, möchte ich dennoch hinweisen. Aus aktuellem Anlass, ja, und weil ich ihn gerade sehe. Lieber Massimo! Aber nicht doch! Ja, das kommt davon, wenn man in der ersten Reihe steht. Massimo Di Rosa hat uns, wie Sie alle ja wissen, in den vergangenen Jahren sehr intensiv begleitet. Sehr wohlwollend, wenn ich das so ausdrücken darf. Und auch der neue Vierer ohne, den Sie dort liegen sehen, ist wieder einer großzügigen Spende unseres lieben Massimo zu verdanken. Und ich finde, das ist auch zu dieser frühen Stunde, ja, 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 einen kleinen Applaus wert. Ja. Grazie, grazie. Vielen Dank. Die Spur des Geldes. Kriminalhörspiel von Erhard Schmid. Regie Christoph Pragua. Jürgen, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ist doch kein Geheimnis, was du alles für den Verein tust. Massimo, auf dein Wohl. Unsere Mitglieder wissen ganz genau, was sie an dir haben. Alle wissen das. Hier, der Meier Sulzbach aus dem Justizministerium. Kenn ich. Der hat mir gestern erst gesagt, Leute von deinem Kaliber, die sich so engagieren, die würde er sich mal in der Politik wünschen. Ich kann mich ja auch in den Landtag wählen lassen. Vielleicht sitze ich dann ja neben dir. Ja, Massimo, sag mal, das wievielte Boot war das jetzt eigentlich? Tut mir leid, aber das weiß ich gar nicht mehr so genau. Das fünfte, glaube ich. Und der Bootsanhänger, den wir damals so dringend brauchten, als der Alte nicht mehr durch den TÜV kam. Sag mal, meinst du nicht, es ist allmählich genug? Man hilft doch gern. Naja, also für den neuen Steg will ich jedenfalls versuchen, ein paar andere Herrschaften zu gewinnen. Ach, der muss erneuert werden. Das ist völlig marode, das Ding. Von welcher Summe reden wir? Nein, nein, nicht doch, Massimo, nicht doch. Also das wäre mir nun wirklich... Ich lasse es mal durchrechnen, okay? Tu das. Sind Sie überhaupt von der Polizei? Sie sehen gar nicht so aus. Frau Stalz. Sie können mich ruhig Selma nennen. Selma. Ich dachte erst, Herr Brenner ist noch gar nicht da. Die Sekretärin ist im Moment krank, deswegen ist es morgens eh so ruhig hier. Ihr Chef war... Dann hab ich ihn liegen sehen, hinter seinem Schreibtisch. Ihr Chef war Steuerberater. Was genau ist Ihre Funktion hier? Steuerfachangestellte. Sachbearbeiterin, wenn Sie so wollen. Herr Brenner ist erschlagen worden. Vor etwa 12 Stunden. Wann sind Sie gestern Abend hier raus? Gegen 19 Uhr, deswegen bin ich heute ein bisschen später. Hatte er danach noch einen Termin? Nicht, dass ich wüsste. In seinem Kalender steht jedenfalls nichts. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Aber eigentlich kann es eh nur ein Mandant gewesen sein. Wie kommen Sie darauf? Weil der Chef kein Privatleben hatte. Nein? Anfang 60, verwitwet, im Grunde hat er gearbeitet wie die meisten Männer. Und es fehlt ja auch nichts. Sie meinen Raubmord? Ja. Haben Sie einen Verdacht? Ich? Nö. Obwohl, Herr Brenner war in letzter Zeit ein bisschen... Ja? Wie soll ich sagen? Nervös. Wegen eines Mandanten. Keine Ahnung, ob da was dran ist. Ich hatte die Unterlagen in der Hand, die sahen eigentlich ganz normal aus. Normal? Ein Lokal, das gut läuft, ein Inhaber, der einen sehr ordentlichen Umsatz meldet, der brav seine Steuern zahlt. Hm. Dem Chef wäre das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Ich meine, normalerweise kommen die Mandanten in sein Büro. Aber er war unterwegs, hatte Hunger, also hat er einfach mal vorbeigeschaut. Da vorne ist es, zum Goldenen Hirsch. Sie
Sie bleiben im Wagen. Aber also... Wenn ich in einer halben Stunde nicht zurück bin, rufen Sie die Polizei. Sehr witzig. Tag. Tag. Kann ich einen Kaffee haben? Maschine ist kaputt. Hm. Ja, dann nehme ich. Ein Tee. Pfefferminz. Augenblick. Fenchel. Was anderes haben wir nicht da. Aber ein Glas Wasser werden Sie doch haben. Ja. Wenn ich gesagt, knurrt mir auch der Magen. Haben Sie eine Karte? Karte habe ich. Aber der Koch ist krank. Zum Wohl. Danke. Nicht viel los, was? Die Zeiten sind schlecht. Klar, wenn Sie nichts anzubieten haben. Sind Sie ein bescheuerter Restauranttester oder was? Der Begriff Restaurant wäre mir in dem Zusammenhang nicht gerade eingefallen. Macht 2 Euro. Für ein Glas Leitungswasser? Haben Sie wenigstens ein paar Ersatzschlangen? Sorry, aber die sind aus. Sie haben recht. Tote Hose. Kein Wunder bei dem Angebot. Der Kerl hinter der Theke reißt sich wirklich kein Bein aus. Dabei ist die Lage eigentlich ganz gut. So ein Großer mit kurzen Haaren und einer Tätowierung am Hals? Sie kennen den Mann? Axel Wohlscheid. Später war er dann ein paar Mal bei uns. Von wegen Inhaber. Wenn Sie mich fragen, passt er nur auf, dass keine Gäste kommen. Der Chef hat das auch gemeint. Und welchen Schluss hat er daraus gezogen? Welchen ziehen Sie denn? Geldwäsche? Sind Sie da nicht ein bisschen voreilig? Das liegt doch auf der Hand. Hören Sie, ich habe schlecht geschlafen und absolut keine Lust, mich mit irgendeinem Verdacht zu beschäftigen, für den es keinerlei Anhaltspunkte gibt. Geldwäsche? Ja. Als Staatsanwältin habe ich da schon mehr als eine Pleite erlebt. Frau Dr. Koch, der goldene Hirsch macht angeblich einen Umsatz von 400.000 Euro im Jahr. Nach Abzug der vermeintlichen Kosten, Wareneinsatz, Strom, Wasser und so weiter, bleibt ein zu versteuernder Gewinn von insgesamt... Woher wissen Sie das? Steht in den Unterlagen, die mir die junge Frau... Wenn mich nicht alles täuscht, fällt das unter das Steuergeheimnis. Aber gut, lassen wir das. Oh, ich habe halt solche Kopfschmerzen, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und in dem Lokal waren wirklich keine Gäste? Nein. Ja, vielleicht hatten Sie nur einen schlechten Tag erwischt, Sie und dieser Steuerberater. Ich habe die Nachbarn befragt. Diskret. Die haben sich auch schon gewundert. Dieser Kerl, dieser Wohlscheid. Axel Wohlscheid, ja. Ja, ist er in irgendeiner Weise aktenkundig? Nur kleinere Sachen. Diebstahl, Körperverletzung. Aber ansonsten unauffällig. Und er ist natürlich kein Gastronom. Ja, natürlich nicht. Ich habe mich bei den Kollegen vom OK umgehört. Herr Wegmann. Der goldene Hirsch gehört zu einer ganzen Reihe von Lokalen, die seit langem im Verdacht stehen. Organisierte Kriminalität. Also damit ist man heutzutage auch immer schnell bei der Sache. Das OK geht übrigens davon aus, dass all diese Lokale von Strohmännern geführt werden und der eigentliche Besitzer jemand ganz anderes ist. Und wer soll das sein? Massimo Di Rosa, 50 Jahre alt, geboren auf Sardinien. Signor Commissario. Ich bin ein bisschen erstaunt über dieses Gespräch. Aber wenn es Ihren Ermittlungen hilft, ich hoffe nur, es dauert nicht allzu lange. Es kommt auf Sie an. Wir haben heute Abend eine große Veranstaltung. Sie sind Gastronom? Ich habe vieles gemacht in meinem Leben. Import, Export. Aber wie Sie wahrscheinlich wissen, führe ich seit Jahren ein gut gehendes Restaurant. Ja, das Bella Vista. Wir haben Fußballspieler unter unseren Stammgästen. Politiker, Leute vom Fernsehen. Hm. Wer was auf sich hält, kommt zu uns. Und Sie betreiben nur dieses eine Lokal? Glauben Sie mir, das macht Arbeit genug. Schon mal mit der Polizei zu tun gehabt? Ich fahre manchmal ein bisschen zu schnell. Aber nicht weiter sagen. In meinen Unterlagen steht etwas von versuchter Nötigung. Das ist lange her. Ein Streit unter Freunden. Geht das ein bisschen genauer? Jemand hatte mir ein Restaurant angeboten und plötzlich einen Rückzieher gemacht. Darüber wollte ich mit ihm reden. Das hat er wohl missverstanden. Der Goldene Hirsch. Ist Ihnen das Lokal bekannt? Nein. Bahnhofstraße. Oder doch. Ich glaube, ich fahre ab und zu daran vorbei. Es heißt, die Kneipe würde ebenfalls Ihnen gehören. Mir? Mit solchen Etablissements gebe ich mich nicht ab. Sind Sie sicher?
Signor Commissario, ich sage immer die Wahrheit. Oder fast immer, wie jeder gute Bürger. Was sollte ich denn Ihrer Meinung nach tun, falls sich herausstellt, dass dies eine der wenigen Ausnahmen ist? Dann würde ich sagen, kommen Sie ins Bella Vista. Da funktioniert meine Erinnerung vielleicht besser. Außerdem ist der Kaffee dort ausgezeichnet. Im Gegensatz zu hier, wenn ich das sagen darf. Kann ich jetzt gehen? Herr Wegmann? Ja? Einen Augenblick, bitte. Herr Di Rosa hat mich darüber informiert, dass Sie ihn vorgeladen haben. Ich habe ihn nicht vorgeladen, ich habe ihn zu einem Gespräch gebeten, um zu sehen, wie er reagiert. Und das ohne konkreten Verdacht. Nur weil Sie irgendwelche Zusammenhänge konstruieren zwischen ihm und der Ermordung dieses Steuerberaters. Darüber habe ich nicht mit ihm gesprochen. Aber ich. Sie haben ihm gesagt, in welchem Fall ich ermittle? Weil Sie es nicht getan haben. Es ist das Recht eines jeden Bürgers zu erfahren, warum ihn die Polizei... Tut mir leid, Frau Dr. Koch, aber das sehe ich anders. Das können Sie sehen, wie Sie wollen. Ich möchte Sie jedenfalls bitten, jedes weitere Vorgehen in dieser Angelegenheit mit mir abzustimmen. Ja? Aber... Es dürfte Ihnen ja wohl nicht entgangen sein, dass Massimo Di Rosa über ausgezeichnete Kontakte verfügt. Die Staatsanwaltschaft ist ein unabhängiges Organ der Rechtspflege. Oder bin ich da nicht mehr auf dem Laufenden? Ihren Zynismus können Sie sich sparen. Ich verlasse mich auf Sie. Guten Tag. Hier sind Sie. Nicht zu fassen. Ich dachte schon, wir hätten uns verpasst. Ärger? Nein, geht schon. Danke, dass Sie sich die Mühe gemacht haben. Ich habe nichts zu tun. Unser Büro ist immer noch gesperrt. Was gibt's denn? Ich wollte Ihnen ein paar Fotos zeigen. Massimo Di Rosa. Er soll der Besitzer des goldenen Hirschen sein. Und steckt hinter der Geldwäsche. Sofern dieser Verdacht überhaupt zutrifft, ja. Haben Sie den Mann schon mal gesehen? Nee, aber... Aber was? Die Frau, mit der Sie gerade gesprochen haben. Frau Dr. Koch? Die kenne ich. Woher? Liebe Freunde! Ihr wisst, ich bin ein bescheidener Mensch. Deswegen will ich keine großen Worte machen. Lieber Jürgen, ja. Es freut mich außerordentlich, dass du deinen 50. Geburtstag in meinen bescheidenen Räumen feierst. Ja. Zugegeben, das Bella Vista gilt als eines der besten italienischen Restaurants der Stadt. Es ist das Beste! Massimo, keine falsche Bescheidenheit! Grazie. Also ist es nur logisch, dass du mit deinen Gästen hier bist. Ja. Viele kenne ich. Mit einigen bin ich befreundet. Mit den übrigen werde ich es hoffentlich nach dem Essen sein. Wenn nicht, sollten Sie zumindest so tun. Was soll ich viel sagen? Lieber Jürgen, alles Gute für die nächsten 50. Salute! Salute! Ja, vielen Dank, lieber Massimo. Du weißt ja, ich bin gerne hier. Als Abgeordneter ebenso wie öfters ja auch als Privatmann. Ja, und das nicht nur wegen der leckeren Pasta, ja. In diesem Sinne, den ersten Gang bitte. Und, was soll ich sagen, also, ja, allseits guten Appetit. Dankeschön, danke. Salute. Oder hätte ich jetzt mehr sagen sollen? Nein, es war genau richtig so. Die erwarten doch bestimmt eine Art Lebensbilanz oder sowas. Naja. Bei einem runden Geburtstag. Natürlich erwarten sie das, aber erst nach dem Essen. Da sind doch alle besoffen. Umso besser. Warum sind wir eigentlich nicht eingeladen? Weil wir weder bedeutend noch glamourös sind. Och, wenn ich mich ein bisschen zurecht mache. Sie haben doch gesehen, wer da alles reingegangen ist. Sportler, Medienleute, von der Politik ganz zu schweigen. Dieser Jürgen Bär. Ja. Das ist eben ein wichtiger Mann. Und die anderen sind wichtig für ihn. So profitiert jeder von jedem.
Bei den Frauen kommt es wohl mehr aufs Aussehen an. Abgesehen von denen, die ebenfalls eine Position haben. So wie Ihre Frau Staatsanwältin zum Beispiel. Das ist nicht meine Staatsanwältin. Nein. Wir sind Kollegen, sofern der Begriff überhaupt zutrifft. Immerhin ist es eine ganz andere Behörde. Trotzdem ist sie eingeladen. Soweit ich weiß, hat sie das gleiche Parteibuch. Außerdem kann es bestimmt nicht schaden, eine Staatsanwältin im Freundeskreis zu haben. Und? Ist Ihnen sonst noch jemand aufgefallen? Nein. Ihre Frau Dr. Koch ist die einzige, die ich kenne. Gut. Aber wie gesagt, es war ein Zufall damals. Ich habe mich jedenfalls ziemlich gewundert, als ich Sie heute vor Ihrem Büro gesehen habe. Und Sie sind absolut sicher, dass hier es tatsächlich war? Absolut. Signor Koch. Wie schön. Ich freue mich, dass Sie auch bei uns sind heute Abend. Darauf würde ich mir nicht allzu viel einbilden. Ich bin ausschließlich wegen Jürgen hier. Ich weiß. Trotzdem können wir doch freundlich zueinander sein. Sind wir das nicht? Vielleicht noch ein Gläschen Champagner? Oder als Digestif einen Cognac? Nein, danke. Ich muss noch fahren. Das habe ich immer an Ihnen bewundert. Diese Strenge. Auch zu sich selbst. Diese Konsequenz. Nur so wird man eine gute Staatsanwältin. Nicht wahr? Das gehört sicherlich dazu. Haben Sie übrigens mit diesem Kommissario gesprochen? Geldwäsche. Weiß gar nicht, wie er darauf kommt. Ich muss doch bitten. Wenn Sie eine Auskunft wollen, kommen Sie in mein Büro. Naja, der direkte Weg ist oft der beste. Signore Di Rosa. Nicht mit mir. Was ist denn? Tut mir leid, aber wir haben Besuch. Das Prinzip ist ganz einfach. Nehmen wir an, Sie haben illegale Einkünfte. Aus dem Drogenhandel, der Prostitution. Nun hat es wenig Sinn, die Millionen ins Schließfach zu legen. So viel können Sie nämlich überhaupt nicht ausgeben. In bar, meine ich. Außerdem sind Sie dem Finanzamt irgendwann eine Erklärung schuldig, wovon Sie leben. Deswegen muss aus dem illegalen Geld legales Geld werden. Exakt. Sie müssen es waschen. Zum Beispiel, indem Sie Geschäfte eröffnen, bei denen sich nur schwer nachprüfen lässt, wie viel Umsatz Sie machen. Weil Ihre Kundschaft nicht mit Karte bezahlt. Friseurläden, Wäschereien, Pizzaservice, Kneipen. Der goldene Hirsch. Genau. In solchen Lokalen wird möglicherweise keine einzige Gulaschsuppe verkauft. Trotzdem geben Sie einen Umsatz an, über den sich jedes Finanzamt freut. Die Millionen, die Sie vorher durch Ihre kriminellen Aktivitäten erwirtschaftet haben. Richtig. Die versteuern Sie nun und können den Rest offiziell als Gewinn behalten. Diese enorme Zahl von Spielhallen, die es seit einiger Zeit gibt. Was ist mit denen? Ja, manchmal stelle ich mir vor, dass dort Leute sitzen und den ganzen Tag illegales Geld in die Automaten werfen. Es gibt jede Menge hübscher Varianten. Sie können Ihre Millionen auch ins Casino tragen. Dort spielen Sie eine Weile und tauschen die restlichen Chips wieder in Bargeld zurück. Wer will Ihnen nachweisen, dass Sie die Summe nicht gerade gewonnen haben? Ich werde verrückt. Mit besten Grüßen von Signore Di Rosa. Ein kleiner Gruß aus der Küche. Wie war der Gruß aus der Küche? Darf es jetzt vielleicht ein bisschen Kaviar sein, Herr Kommissario? Meine Freunde aus Russland versorgen mich damit. Es gibt nichts Besseres. Danke, nein. Ich weiß, was Sie denken. Ach ja? Sie denken, dieser Mensch ist in dubiose Geschäfte verwickelt. Möglicherweise sogar in den Mord an diesem Steuerberater. Aber genau können Sie es nicht sagen. Auch nicht, aus welchen Quellen das Geld stammt, dass ich angeblich wasche. Dass ich es tue, steht für Sie fest. Habe ich recht? Keine Ahnung. Nur, es gibt keine Beweise. Nicht mal für die Annahme, dass dieses Lokal zum Goldenen Hirsch, nicht wahr? Dass der Wirt dieses Etablissements ein Strohmann von mir ist. Trotzdem beehren Sie mich mit Ihrem Besuch, auch wenn er gerade ein bisschen ungelegen kommt. Laden mich in Ihr Büro ein, ohne allerdings die Karten auf den Tisch zu legen, was mich, ehrlich gesagt, ein wenig enttäuscht hat. Wie bedauerlich. Ja, und weil Sie das alles denken, denken Sie natürlich auch, kein Wunder, dass er Kontakt zu Größen aus Politik und Wirtschaft sucht. Ich an Ihrer Stelle würde es jedenfalls so machen. Nur leider sind Sie das nicht. Und leider ist alles ganz anders. So. Ich muss zu meinen Gästen zurück. Ich würde Sie gerne hereinbitten, aber das ist nicht meine Party. Und fragen Sie doch bitte Ihre Freundin, ob sie vielleicht etwas von den Kaviar möchte.
Das ist doch die Kleine aus dem Steuerbüro, oder? Das war wohl nichts. Ja, sowas kommt in den besten Familien vor. Und jetzt? Ja, bringen Sie erstmal nach Hause. Ich kann mir auch ein Taxi nehmen. Kommt gar nicht in Frage. Die letzten 5 Männer, die mich nach Hause gebracht haben, wollten alle mit nach oben. Ich glaube, da muss ich Sie enttäuschen. Hoffentlich kriegen Sie jetzt keinen Ärger. Weil ich Sie nach Hause bringe. Weil Sie das Restaurant beobachtet haben. Glaube ich nicht. Ich finde das unerhört. Herr Bär, nehmen Sie doch Platz. Sie tauchen auf völlig ohne Grund, stören meine Geburtstagsfeier. Das habe ich nicht. Ja, natürlich haben Sie das. Oder glauben Sie, es wäre mir entgangen, dass Sie sich vor dem Bella Vista aufgehalten haben? Aha. Dabei haben Sie absolut nichts. Nichts, nichts gegen den guten Massimo in der Hand. Wie sollten Sie auch? Herr Di Rosa ist ein anständiger Bürger, ein Geschäftsmann. Ein Freund. Ja, ja, natürlich auch ein Freund. Und es ist ein Unding, dass Sie aufgrund obskurer Anschuldigungen... Ich glaube nicht, dass Sie in der Lage sind, das zu beurteilen. Sie wissen wohl nicht, mit wem Sie reden. Das weiß ich sehr wohl. Und ich weiß auch, dass es Ihnen nicht zusteht, mir irgendwelche Vorschriften zu machen. Legislative und Exekutive sind in unserem Land nach wie vor getrennt. Na. Das sollte Ihnen nicht ganz unbekannt sein als Landtagsabgeordneten. Oder wollen Sie das ändern? Das ist so unerhört! Allerdings drängt sich aufgrund Ihres, ja, wie soll ich das nennen, Engagements in der Sache, Di Rosa, der Gedanke auf, dass es Verbindungen zwischen Ihnen beiden geben könnte, die für die Polizei durchaus interessant sind. Sie hören noch von mir. Ja, ich freue mich drauf. Guten Tag! Herr Wegmann? Ja? Einen Augenblick, bitte. Ich hatte Sie gebeten, alle weiteren Ermittlungen mit mir abzustimmen. Meine Aufgabe ist es, die nötigen Beweise zu besorgen. Sie können dann immer noch entscheiden, ob Sie weiter gegen Herrn Di Rosa vorgehen. Zwingen Sie mich nicht, Ihnen den Fall zu entziehen. Entziehen? Aus disziplinarischen Gründen? Oder weil hier möglicherweise gewisse Aspekte eine Rolle spielen, von denen ich nichts weiß? Ich verstehe nicht, was Sie... Nein? Manchmal genügt es schon, wenn man Augen und Ohren offen hält. Ach ja? Ja, da erfährt man zum Beispiel, dass Sie und Herr Di Rosa sich kennen. Dass Sie in seinem Wagen gesehen worden sind, vor dem Goldenen Hirsch. Was wollen Sie damit sagen? Schöne Wohnung haben Sie. Danke. Also, was sind das für Anrufe? Es klingelt alle Viertelstunde. Ich nehme ab und merke, am anderen Ende ist einer. Aber der sagt nichts. Ein paar Sekunden später legt er auf. Ja, also, was ist schon anderen Frauen passiert? Das ist doch kein Zufall. Wie meinen Sie das? Schalten Sie auch laut. Hallo? Nun sagen Sie doch endlich was. Arschloch. Seit wann geht das schon? Den ganzen Morgen. Aber das ist noch nicht alles. Was denn noch? Sehen Sie dort unten? Neben der Litfaßsäule. Ihr Mann? Das ist der Typ vom Goldenen Hirsch. Sie haben recht. Der steht schon den ganzen Vormittag da und sieht zu mir rauf. Im Moment liest er Zeitung. Ich merke doch, wenn mich einer beobachtet. Polizei, kann ich mal Ihren Ausweis sehen? Sie? Habe ich mir ja gleich gedacht, dass mit Ihnen was nicht stimmt. Ihre Papiere. Sie wissen doch, wer ich bin. Außerdem stehe ich nur rum. Ist doch nicht verboten, oder? Bitteschön. Was machen Sie hier? Herr Wohlscheid. Zeitung lesen. Sehen Sie doch. Ist wichtig, dass man sich informiert. Der Ausweis ist okay. Kann ich jetzt gehen? Warum so plötzlich? Hab noch was zu erledigen. Und was? Das geht Sie doch gar nichts an, oder? Es ist mir einfach wichtig, dass Sie die Zusammenhänge richtig verstehen. Setzen Sie sich doch. Danke. Tut mir übrigens leid, dass ich vorhin so aufgebracht war. Ich habe die ganze Nacht wieder kein Auge zugemacht. Wissen Sie, als Staatsanwältin kommt man mit den verschiedensten Menschen in Berührung. Das dürfte bei Ihnen nicht anders sein. Den meisten begegnet man im Rahmen der Arbeit, anderen privat. Und in der Regel sind das absolut getrennte Bereiche, nicht wahr? Bis auf gewisse Ausnahmen, dann und wann. Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, stand Herr Di Rosa bereits mehrfach im Fokus der Ermittlungen. Bedauerlicherweise war ihm nie etwas nachzuweisen. Die Staatsanwaltschaft geht aber davon aus, und das ist von den italienischen Behörden bestätigt worden, dass er tatsächlich dem organisierten Verbrechen zuzurechnen ist. Mhm.
Auch unserer Einschätzung nach dient das Bella Vista nur als Fassade für die anderen Lokale, die er allesamt über Strohmänner betreiben lässt. Bei unserem ersten Gespräch hatte ich den Eindruck, Sie wissen nichts davon. Man muss nicht gleich alle Karten auf den Tisch legen. Und das ist nie eingehender untersucht worden? Sie sind als Staatsanwältin gehalten, bei entsprechendem Anfangsverdacht ein Verfahren zu eröffnen. Und jetzt gehen Sie der Sache im privaten Rahmen nach? Herr Wegmann... Auf Geburtstagsfeiern und sonstigen informellen Treffen? Genau diesen Zynismus wollte ich mit unserem Gespräch vermeiden. Wenn man gesellschaftlichen Umgang pflegt, bleibt es nicht aus, dass man Menschen begegnet, auf deren Bekanntschaft man keinen gesteigerten Wert legt. Ich habe nun mal keinen Einfluss darauf, wer wo auf der Gästeliste steht. Aber in welchem Wagen Sie sitzen schon? Ich würde daraus keine voreiligen Schlüsse ziehen. Welche sollte ich denn ziehen, Ihrer Meinung nach? Das kann ich Ihnen sagen. Dr. Weber von der Sparkasse ist ein alter Freund von mir. Ein begeisterter Golfer. Einmal im Jahr veranstaltet er eine Art privates Turnier. Nur geladene Gäste. Beim letzten Mal war mein Wagen in der Reparatur. Also habe ich ihn gefragt, ob mich jemand mitnehmen kann. Am nächsten Morgen stand Herr Di Rosa vor meiner Tür. Ja, Sie hätten ablehnen können. Sollte ich Dr. Weber brüskieren? Ich bitte Sie. Auf dem Weg zum Golfplatz haben wir kurz vom goldenen Hirschen gehalten. Auch darüber war ich nicht gerade erfreut, das können Sie mir glauben. Herr Di Rosa ist in das Lokal gegangen, ich habe in seinem Wagen gewartet. Ja, da muss mich die junge Frau gesehen haben. Selma Steitz war dort, um Steuerunterlagen abzuholen. Eigentlich ist ihr zunächst nur der rote Ferrari aufgefallen, aber da sieht man natürlich ein bisschen genauer hin, wer drin sitzt. In so einem tollen Wagen. Ja, zugegeben, es war vielleicht etwas leichtsinnig, mich von ihm mitnehmen zu lassen. Ich möchte jedoch betonen, dass diese Bekanntschaft keinerlei Einfluss auf meine Arbeit als Staatsanwältin hat. Haben Sie das verstanden? Ich hatte keinen Grund, gegen ihn vorzugehen. Mit welcher Begründung hätte ich das tun sollen? Auch wenn ich glaube, dass dieser aktuelle Wohlscheid nicht zufällig vor Ihrem Haus stand. Aber warum? Ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Und wissen tue ich auch nichts. Sagen Sie, aber wir sind sich vielleicht nicht ganz sicher. Ich meine, Sie arbeiten im Steuerbüro des Ermordeten. Sie haben ausgesagt, dass Massimo Di Rosa und Frau Dr. Koff sich kennen. Vielleicht will man Ihnen signalisieren, dass Sie sich in Zukunft ein bisschen zurückhalten sollen. Jedenfalls hatte ich keine Lust, auch nur eine Minute länger in meiner Wohnung zu bleiben. Selma, warum sagen Sie mir nicht, wo Sie untergekrochen sind? Sie sind eine Zeugin. Sie dürfen nicht einfach abhauen. Jeder hat das Recht auf ein Privatleben. Ich könnte Sie in Beugehaft nehmen. Das ist Ihnen hoffentlich klar. Das tun Sie doch eh nicht. Ich habe übrigens mit Frau Dr. Koch gesprochen. Ja? Beziehungsweise Sie mit mir. Und? Mehr darf ich dazu nicht sagen. Ach, kommen Sie. Sie wissen nicht, ob Sie der Dame trauen können. Habe ich recht? Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht, das sehe ich Ihnen an. Dieses Dilemma, wer steht auf meiner Seite, wer nicht. Sie haben zu viele Mafia-Filme gesehen. Ich kann das verstehen. Diese Unsicherheit ist das Schlimmste. Der Chef hat das auch gesagt. Was hat er gesagt? Da arbeitet man für jemanden, versucht das Beste für ihn rauszuholen und plötzlich weiß man nicht mehr, mit wem man es zu tun hat. Wissen Sie, warum er sich so für den goldenen Hirsch interessiert hat? Warum ihn das so aufgebracht hat? Nein. Der Chef hat auch viele Handwerker betreut. Kleine und mittlere Geschäftsleute. Dass von denen mal einer pleite macht, ist normal. Aber es gibt immer wieder Fälle, wo jemand nur deshalb in Konkurs geht, weil die Konkurrenz plötzlich viel billiger ist. Und zwar derart billig, dass es eigentlich nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Wissen Sie, was auf der Grund dafür ist? Mhm. Gewaschenes Geld will nämlich investiert werden. Also übernehmen diese Leute beispielsweise eine Baufirma und bieten ihre Leistungen derart günstig an, dass alle anderen nach und nach in die Knie gehen. Ist ja egal, ob sie in der ersten Zeit Gewinn machen. Das eingesetzte Kapital stammt aus kriminellen Quellen. Da war die Rendite schließlich hoch genug. So kann man das sehen. Das organisierte Verbrechen zerstört die legale Wirtschaft. Genau das meine ich. Deswegen sollte man nicht unbedingt das billigste Angebot nehmen. Wer weiß, wen man damit unterstützt. Vielleicht kann man wirklich niemandem mehr trauen. Fast niemandem. Denken Sie da an jemand Bestimmtes? Das überlasse ich Ihrer kriminalistischen Fantasie. Das Problem ist mir übrigens nicht ganz unbekannt. Was ist mit der Kleinen? Verschwunden. Was meinst du damit? Weg. Keine Ahnung. Niemand löst sich einfach in Luft auf. Jedenfalls ist sie aus ihrer Bude raus.
Auch abends. Kein Licht. Die Wohnung ist leer. Das Telefon geht auch keiner mehr. Dann ist sie untergetaucht. Was soll's? Die hat die Hosen voll. Darum ging's doch. Ich trau der Kleine nicht über den Weg. Der Bulle weiß bestimmt, wo sie steckt. Soll ich mich an ihm dranhängen? Mach das. Aber pass auf. Es gibt eine Überwachungskamera? Steckt in meiner Tasche. Und damit rücken Sie erst jetzt raus? Nicht aufregen. Ja, tue ich aber. Der Chef hat immer gesagt, sicher ist sicher. Ein Steuerberater hat jede Menge Unterlagen im Büro. Vertrauliche Papiere. Deswegen hat er so ein Gerät hingestellt. So ein kleines Ding gibt's in jedem Elektromarkt. Nicht mal unsere Sekretärin hat davon gewusst. Nicht zu glauben. Jetzt stellen Sie sich nicht so an. Auch ich wusste nicht, wem ich trauen kann. Ach, und jetzt wissen Sie's. Was hätten Sie denn getan an meiner Stelle? Ihnen die Aufnahme in die Hand gedrückt, auf die Gefahr hin, dass sie auf Nimmerwiedersehen verschwindet? Keine Ahnung, wen die alles gekauft haben. Hier, bitte. Haben Sie sich die Aufzeichnung angesehen? Natürlich. Und? Ich soll einen Haftbefehl gegen Massimo Di Rosa beantragen? Auf welcher Grundlage? Die Überwachungskamera... Tut mir leid, aber die zeigt lediglich, wie der Inhaber des Goldenen Hirschen seinen Steuerberater niederschlägt. Eine Verwicklung des Herrn Di Rosa in dieser Angelegenheit kann ich daraus nicht erkennen. Frau Dr. Verhaften Sie den Kerl, diesen Axel Wohlscheid. Verhören Sie ihn, stellen Sie alles auf den Kopf. Falls sich dadurch Beweise ergeben, die Herrn Di Rosa mit dem Mord in Verbindung bringen, werde ich keine Sekunde zögern. Und währenddessen hat Ihr Freund Massimo genug Zeit... Was fällt Ihnen ein? Sie erwarten doch nicht, dass ich das so einfach hinnehme. Allerdings erwarte ich das. Wenn Sie Massimo Di Rosa jetzt festnehmen, ist er innerhalb von 24 Stunden wieder frei? Weil Sie absolut nichts gegen ihn in der Hand haben. Ich bin doch auf Ihrer Seite. Mann! Danke, dass du vorbeigekommen bist. Wir sind per Sie, wenn ich daran erinnern darf. Verzeihung. Wie gesagt, einen Haftbefehl gibt es nicht. Vorläufig jedenfalls nicht. Das ist der Stand der Dinge. Mehr kann ich nicht tun. Das ist doch schon eine ganze Menge. Massimo, das geht so nicht weiter. Ich kann dir nicht andauernd... Was meinst du, wenn es rauskommt? Meine Liebe, du steigerst dich da in etwas hinein. Wir sind Freunde. Und Freunde unterhalten sich miteinander. Du machst es dir ziemlich einfach. Ich finde es übrigens sehr schön, dass wir uns endlich wieder duzen. Dieses Sie fand ich schon die ganzen Monate ziemlich unangebracht. Ich bin ein einziges Nervenbündel. Ich schlafe nicht mehr. Ich habe keinen Appetit. Sieh mich doch mal an. Du bist eben ein sensibler Mensch. Nimmst du immer noch diese Tablette? Was soll ich denn sonst tun? Mach ein bisschen Urlaub. Fahr nach Sardinien. In mein Haus. Da kannst du dich wunderbar entspannen. Du verstehst immer noch nicht. Ich kann so nicht weitermachen. Und was hast du vor? Wegmann? Wo sind Sie gerade? Frau Dr. Koch? Vom Goldenen Hirsch. Noch nicht. Aber sobald die Zielperson auftaucht, erfolgt der Zugriff. Prima. Ist Ihnen nicht gut? Wie kommen Sie darauf? Weiß nicht. Sie klingen irgendwie... Ich habe mir den Rest des Tages freigenommen. Ich will nur noch schlafen. Um diese Uhrzeit? Das ist ganz einfach. Wissen Sie, es gibt da so kleine Tabletten. Wenn ich das sagen darf... Was? Sie klingen, als wären Sie betrunken. Vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Man sollte sich immer an die Gebrauchsanweisung halten. Fürs Leben gibt es sowas leider nicht. Da kann es halt passieren, dass man sich vertut. Ich wollte mich noch bei Ihnen entschuldigen. Wofür? Dass ich so unhöflich war. Sowas passiert. Nein, 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 nein. Ich meine, ich wollte Ihnen das wirklich noch sagen. Wir können das ja bei Gelegenheit, bei einer Tasse Kaffee oder
Hallo? Entsetzlich. Sie war ohnehin nur ein Strich in der Landschaft. Da wirkt so ein Schlafmittel natürlich doppelt. Glauben Sie, es war Selbstmord? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand eine derart hohe Dosis aus Versehen nimmt. Aber warum macht sie sowas? Ich meine, ich käme nie auf die Idee. Sie hat schon immer einen irgendwie labilen Eindruck auf mich gemacht. Obwohl sie eigentlich sehr gut war in ihrem Job. Finde ich übrigens nach wie vor merkwürdig. Was? Dass Sie ausgerechnet mich anrufen und fragen, ob ich ins Krankenhaus kommen kann. Haben Sie denn tatsächlich keinen, mit dem Sie reden können? Okay. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Und jetzt? Der Arzt hat mir das hier gegeben. Was ist das? Das ist ein Diktiergerät. Das lag neben mir, in einem Umschlag, der an mich adressiert war. An Sie? Um es kurz zu machen, Herr Di Rosa und ich, wir kennen uns etwas näher. Sie erinnern sich, das Golfturnier, mein kaputter Wagen. Ich wusste, wer er ist. Trotzdem fand ich ihn irgendwie. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Ich könnte jetzt sagen, dass Männer sich nicht gerade um mich reißen. Und je älter man wird, aber mildernde Umstände stehen mir nicht zu. Nach dem Turnier ist immer so eine kleine Feier. Ich war betrunken. Massimo hat mich nach Hause gefahren. Ja, wie sowas eben läuft. Wir haben uns dann eine Weile regelmäßig gesehen. Natürlich erzählt man dabei das eine oder andere. Man lässt ja seine Arbeit nicht einfach so hinter sich, wenn man nach Hause geht. Aber nur Andeutungen, selbstverständlich. Obwohl ich manchmal das Gefühl hatte, er fragt mich ein bisschen aus. Wir haben sogar zusammen Urlaub gemacht. In St. Moritz. In seiner Villa auf Sardinien. Heimlich, versteht sich. Nach ein paar Monaten wurde mir die Sache zu heiß. Massimo hat das akzeptiert. Wir waren sogar wieder per Sie, als wäre überhaupt nichts gewesen. Ich dachte, ich bin mit einem blauen Auge davongekommen. Bis er mir die Fotos gezeigt hat. Vorhin. Wir beide in Sardinien, in seinem Schlafzimmer. Widerlich. Er drohte mir, die Fotos ins Internet zu stellen, wenn ich ihn nicht weiter auf dem Laufenden halte. Irgendwann wäre doch alles herausgekommen. Und dann... Immer noch nichts mit der Kleinen. Ist schwierig, an den Bullen dran zu bleiben. Ich habe eine Menge Ärger wegen dir. Warum? Der Steuerberater. Es gab eine klare Ansage. Einschüchtern. Du solltest dafür sorgen, dass der Alte nicht zur Polizei geht. Vor allem, kein Aufsehen. Kann ich was dafür, wenn der austickt? Wenn er zum Telefon greift? Ich hab dem eine verpasst, damit er wieder klar denkt. Verpasst? Du hast ihn erschlagen. Ich hab nur gemacht, was Sie gesagt haben. Das ist nicht die Antwort, die ich hören will. Ich hab keine Lust mehr, die Drecksarbeit zu machen. Was heißt das? Sie stecken hier das große Geld ein und ich krieg einen drüber. Ich glaube, du hattest bislang keinen Grund, dich zu beschweren. Ich will was ab. Ja, ich
will was ab vom großen Kuchen. Ich habe einen um die Ecke gebracht, damit der Laden hier weiterlaufen kann. Und nicht nur der. Sowas gibt's nicht umsonst. Mit dem Mord habe ich nichts zu tun. Ja. Axel, du enttäuscht mich ein bisschen. Es gibt noch ein Problem. Was noch? Die Polizei sucht dich. Sagen Sie mal, ist da was dran? Ihre Arbeit als Landtagsabgeordneter scheint Ihnen ja viel Zeit zu lassen. Nee, ich meine, ist da was dran an der Geschichte mit Frau Dr. Koch? Ich bin, ich bin völlig erschüttert. Sie meinen, dass sie sich umgebracht hat? Wir sind in derselben Partei, wir kennen uns seit Jahren. Man könnte sogar sagen, wir waren befreundet, ja. Trotzdem haben Sie nicht gemerkt, was mit ihr los ist? Ich bin nicht gekommen, um mir Vorwürfe machen zu lassen. Und diese andere Sache... Was meinen Sie? Na, Frau Dr. Koch und Massimo Di Rosa, dass sie sich seinetwegen... Woher wissen Sie das? Als Politiker muss man seine Ohren überall haben. Dann wundert es mich, dass Sie nur diese Version der Geschichte kennen. Ich kenne auch die andere, dass er versucht hat, sie unter Druck zu setzen mit irgendwelchen Fotos, aber das sind doch nur Gerüchte. Herr Bär, ich kann Ihnen nur raten, Ihre Kontakte zu Herrn Di Rosa zu überprüfen. Wieso? Frau Dr. Koch hat sich nicht aus Liebeskummer umgebracht. Ja, was erwarten Sie denn von mir? Soll ich ihm aus dem Weg gehen? Soll ich ihn hängen lassen, einen Freund? Das ist Ihre Sache, wie Sie das nennen. Ist es... wie soll ich sagen? Ist es so schlimm, ich meine, mit seinen Verbindungen? Zum organisierten Verbrechen? Das haben Sie gesagt. Er hat keine Verbindungen zum organisierten Verbrechen. Er ist organisiertes Verbrechen. Ein Teil davon. Ein Rädchen. Die Verbindungen, von denen hier die Rede ist, haben Sie. Was erlauben Sie? Und ich kann nur hoffen, dass Sie über eine gelegentliche Plauderei nicht hinausgegangen sind. Tot? Kopfschuss. Ein Spaziergänger hat ihn gefunden. In einem Waldstück, ein paar Kilometer außerhalb der Stadt. Eigentlich durfte ich Ihnen das gar nicht sagen. Ich weiß. Und was? Axel Wohlschalt sitzt in seinem Wagen, die Waffe in der rechten Hand. Noch ein Selbstmord. Oh. So jemand bringt sich nicht um. Mir macht das Angst. Ihnen auch? Von einem Polizisten wird erwartet, dass er seine Gefühle im Griff hat. Wollen Sie mich sehen? Dazu müssten Sie mir verraten, wo Sie stecken. Pension Lehmann. Sie gehen damit ein großes Risiko ein. Sie auch. Ganz schön clever von dir. Was? Naja, mich nach und nach drauf zu bringen. Die leere Kneipe, der Umsatz, der nicht stimmen kann, der Strohmann. Und mir das Video erst dann zu geben, als du halbwegs sicher warst, dass ich zu den Guten gehöre. Hast du eigentlich auch einen Vornamen? Aha. Paul. Paul. Paulchen, wir hatten mal einen Hund, der so hieß. Aber der ist schon lange tot. Paul Wegmann. Ist bestimmt verboten. Was? Sich mit einer Zeugin einzulassen. Wir können ja sagen, es handelt sich um einen Notfall. Und wenn der vorbei ist? Keine Ahnung. Herr Di Rosa, ich hoffe, Sie haben nichts gegen dieses neuerliche Gespräch. Im Gegenteil. Mir liegt viel daran, dass die Sache aufgeklärt wird. Gut. Und wenn er sich doch selbst erschossen hat? Die Spurensicherung kommt leider zu einem anderen Ergebnis. Der arme Mann. Ich verstehe bloß nicht, warum gerade ich. Aber Sie haben natürlich recht. Man muss jeder Möglichkeit nachgehen. Und wenn Sie nun mal diesen Verdacht haben, vielleicht finden Sie bei mir Blutspritzer oder Schmauchspuren. Was jedoch eher unwahrscheinlich wäre, da ich mit Sicherheit Handschuhe getragen hätte. Und meine Kleidung hätte ich wahrscheinlich entsorgt. Bestimmt.
Ein Alibi habe ich allerdings nicht. Aber wer ist schon den ganzen Tag mit jemandem zusammen? Ich wundere mich, dass Sie mir nicht mit Ihren Freunden drohen. Herr Kommissario, ich drohe nie. Frau Dr. Koch weilt ja leider nicht mehr unter uns, aber... Meine Beziehungen zu Ihrer Kollegin waren rein menschlicher Natur. Ich habe ihr ein gewisses Interesse entgegengebracht. Das hat ihr gefallen. Ihren Politikerfreunden geht's bestimmt ähnlich. Es schmeichelt ihnen, wenn man sich für sie interessiert. Wenn man ihnen das Gefühl gibt, dass sie wichtig sind. Kommissario, ich bin Geschäftsmann. Ich möchte, dass meine Geschäfte gut laufen. Und genauso wie ein Elektriker zu Weihnachten Karten verschickte, lade ich meine Freunde hin und wieder ein. Tue ihnen einen Gefallen. Zeige ihnen, dass sie mir etwas bedeuten. Ich finde, dagegen ist nichts zu sagen. Kommt drauf an, was Sie im Gegenzug von diesen Freunden erwarten. Kommissario, glauben Sie mir, ich hasse Gewalt. Mord. Daran denke ich nicht mal im Traum. Und selbst wenn Ihr anderer Verdacht zutreffen würde, damit meine ich die Geldwäsche. Das große Geschäft wird woanders gemacht. Im Vergleich dazu wäre ich ein kleiner Fisch. Auch kleine Fische verschmutzen das Aquarium. Das haben Sie schön gesagt. Ich kenne das Problem dieser Steueroasen. Der Länder, denen es egal ist, woher das Geld stammt. Da geht es um Milliarden, die von Moskau auf die Kaimaninseln und von dort nach Panama und wieder zurück überwiesen werden, bis keiner mehr durchblickt. Und wenn das soweit ist, landen sie bei einer deutschen Bank und werden in Aktien oder Immobilien investiert. Wissen Sie, selbst die Landesregierung hat immer wieder Anfragen ominöser Investoren, die sich im großen Maßstab engagieren wollen, bei diesem oder jenem Projekt. Da fällt es schwer, Nein zu sagen, angesichts Klammerkassen. Wissen Sie, was mich daran wundert? Das schafft man doch nicht allein. Tja. Dazu braucht man Steuerberater, Anwälte, Banker, Politiker. Leute, die sich zu Handlangern machen. Bewusst, unbewusst, für den einen oder anderen Vorteil. Und sei er noch so klein. Sie kommen mir doch jetzt nicht mit irgendeinem moralischen Scheiß. Warum nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Ohne Fachleute sind die aufgeschmissen. Aber solange es diese Steigbügelhalter gibt... Sie meinen, man soll sich weigern? Man könnte zumindest die Augen offen halten. Darüber nachdenken, was man tut. Der Polizei einen Tipp geben. Oder dem Finanzamt. Ja. Selbst wenn es nur dazu führt, ihnen die bürgerliche Fassade zu verweigern. Sie auszugrenzen. Das wäre schon ein Erfolg. Dieser Steuerberater hat sich geweigert. Man kann aus einem System aussteigen, ohne gleich ins Gras zu beißen. Das sagen Sie so einfach. Käme auf einen Versuch an. Was soll das heißen? Du haust ab. Ich hab die Hosen voll, verstehst du? Mein Chef ist tot, die Staatsanwältin hat sich umgebracht, Axel Wohlscheid sitzt erschossen in seinem Wagen. Ja, aber du hast doch überhaupt nichts zu befürchten. Du hast nichts gesehen, kannst niemanden belasten. Ich weiß das. Und du weißt das auch, aber wie du gesagt hast, keine Ahnung, was die sich einbilden. Selma. Und beschützen kannst du mich auch nicht. Nein. Was hast du denn bisher erreicht? Du weißt, wer meinen Chef erschlagen hat. Das ist alles. Dieser Di Rosa läuft nach wie vor frei herum. Von irgendwelchen anderen Typen ganz zu schweigen. Und du erwartest, dass ich hier bleibe. Es ist ihm leider keine Verbindung zu den Morden nachzuweisen. Jedenfalls bis jetzt nicht. Wir haben allerdings bei Frau Koch Aufzeichnungen gefunden. Was für Aufzeichnungen? Eine Liste von Objekten, die angeblich Di Rosa gehören. Eigentumswohnung, Mietshäuser, Yachten. Vermögenswerte, die er mit seinen offiziellen Einkünften keinesfalls rechtfertigen kann. Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vielleicht. Tut mir leid. Wann willst du? Weiß noch nicht. Aber selbst wenn ich es wüsste, ich würde es Ihnen nicht sagen. Hm. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass du nicht zu denen gehörst. Jedenfalls will ich das glauben. Ich meine, du bist ein netter Typ, aber... Dann vergiss nicht, dein Handy auszuschalten. Du weißt, dass man dich sonst orten kann. Danke. Hast du sonst noch einen Tipp? Nimm genügend Bargeld mit, dass du nicht mit Karte zahlen musst. Man darf keine Spuren hinterlassen, nicht wahr? Und schick mir keine Postkarte. Wie kommst du darauf, dass ich das will?
Die Jungs legen sich aber wieder mächtig ins Zeug. Kein Wunder bei dem neuen Boot. Ja, gute Schlagzahl, gute Schlagzahl. Ich müsste auch mal wieder trainieren. Aber man kommt ja zu nichts. Du, Massimo. Ja. Ich muss mit dir reden. Wegen deiner Spende für den neuen Bootssteg. Mach dir keine Sorgen. Wenn du das Geld brauchst, ist es da. Nein. Ich habe inzwischen einen Sponsor gefunden. Ich hatte ja gesagt, dass ich versuchen will, jemand anderen. Das ist doch nicht der Grund. Nein. Du willst mein Geld nicht mehr, weil es diese Gerüchte gibt. Die sind doch völlig abwegig. Natürlich. Aber du musst an den Verein denken. An deine Position als Landtagsabgeordneter. Ich kann das verstehen. Deswegen hast du mit dem Vorstand gesprochen und die Irren sind der gleichen Meinung. Es ist ja nur vorübergehend, bis die Sache vom Tisch ist. Ich hoffe natürlich, wir bleiben trotzdem Freunde. Aber ja. Obwohl es dir im Moment bestimmt lieber wäre, wenn ich diesen Aspekt nicht allzu sehr betonen würde. Jürgen, ich bewundere deinen Mut. Du kannst mir glauben, es fällt mir nicht leicht. Das meine ich nicht. Jeder muss sagen, was er denkt. Aber was, wenn ich tatsächlich derjenige bin, für den du mich hältst? Das tue ich doch überhaupt nicht. Du benimmst dich aber so. Glaubst du nicht, dass ich dir diesen Schritt übel nehmen würde? Sehr übel sogar. Diese Leute, von denen du glaubst, dass ich zu ihnen gehöre, mögen es nämlich überhaupt nicht, wenn man sich illoyal verhält. Wenn man sich distanziert, sie wie Verbrecher behandelt. Massimo. Deswegen bewundere ich deinen Mut. Ich bewundere ihn sogar sehr. Ich bewundere ihn ganz außerordentlich. Die Spur des Geldes von Erhard Schmid. Vielleicht überlegst du es dir nochmal. Es sprachen Kommissar Wegmann, Oliver Striezel, Selma Steitz, Janina Stopper, Frau Dr. Koch, Doris Plenert, Jürgen Beer, Abgeordneter, Thomas Balou Martin, Massimo Di Rosa, Max Tuveri, Axel Wohlscheid, Jonas Beck. Ein Mann, Rainer Hohmann. Jetzt sind die Jungs aus dem Rhythmus. Wie schade. Technische Realisation, Günther Kasper. Regieassistenz, Nadja Kukuli-Marx. Regie, Christoph Pragua. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013. Dramaturgie Ursula Schregel.